into the sky. Do you think time would pass us by? 'Cause you know durchs Finale. Ach, wie schön. Haben euch die vier vom Hocker gehauen, wie angekündigt, Michi? Ja, allerdings. Sehr gut. So, ganz andere Frage. Wer möchte die Ballons kaputt machen? Ja, habe ich mir gedacht, machen wir aber auf Kommando. Achtung, stopp! Stopp! Das darf man nur nach dem Kommando von The One and Only Julius. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Und seid ihr bereit, Berlin? Ja, das hat ein bisschen was von Silvester, ja. Aber auch die Stimmung ist, die Stimmung, naja, ist so ein bisschen, ist sehr gefühlvoll nach diesem Auftritt, weil das war wirklich so schön, wie ihr da geschaukelt seid. Aus Gründen haben wir das nicht mit Team Michi und Smudo gemacht auf dieser Schaukel. Ja, ja, wir halt müssen sonst reiern. Ja. So, aber jetzt mal eine Frage an dich, Lena. Ich weiß, du bist immer hoch emotional, das ist immer so, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dieses Jahr eine schon sehr besondere Verbundenheit so mit deinem Team hast. Ja, also ich glaube, es ist auch wirklich dieses Jahr wieder alles so schön beieinander, weil wir haben nicht mehr dieses Corona-Gefühl, wir können uns umarmen, wir können einfach Zeit miteinander verbringen, wir sind wieder näher beieinander, wir können, ja, ohne Angst zu haben oder ohne ein komisches Gefühl zu haben, lachen, weinen, wir können einfach sozusagen zusammen sein und das ist so toll und ich genieße das so sehr, es hat mir so Spaß gemacht mit euch. Danke. Das merkt man.